Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zu einem weiteren, ja, Folge, Part, wie auch immer man das nennen möchte, zu dem Format So geht es. Eigentlich finde ich, es passt nicht ganz perfekt hier rein, denn es geht um die Themen, die man hier für das Anwerben einiger Leute braucht. Und ich habe hier zum Beispiel einen Stand. Nein, das war das Falsche. Hier, Inventar. Und zwar habe ich hier alles leer. Das heißt, ich habe es für euch voraufgenommen, denn die Autoscouts sollen so sein, dass ich das wirklich dann alles Stück für Stück euch zeige. Von null auf den gewissen Punkt. Das heißt, ich zeige alle Items, ne, die vorkommen, so dass keine Probleme sind. Aber ich möchte hier eine Zusammenfassung quasi führen der ganzen Gespräche. Es sind 37 Stück, wo man sie alle bekommen kann. Ich sag dazu, auf Sanctum gibt es zum Glück keine Gespräche. Das heißt, das sind wirklich alle Gespräche. Ich möchte mich auch noch hier an Lars bedanken für die Hilfe dazu. Er hat mir ja dabei auch geholfen, die ganzen Gespräche schon mal vorab ausfindig zu machen und ein paar, die er nicht gefunden hatte. Und er hatte sogar noch ein Gespräch sogar nicht dabei gehabt. Also er hätte nur 36 aufgelistet, aber es sind 37. Denn ich bin alles durchgegangen. Hab ungefähr, ja, fast eine Stunde 45 gebraucht, um alles abzuklappern. Aber für euch, ihr seht halt nur die Stücke, wo die sind. Ja. Ich würde sagen, ich zeige euch das mal in der Matz und wir sehen uns dann gleich wieder hier. Also, bis gleich.
das war's auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen, dass ihr alle Fotos in Inazuma Eleven Go Licht und Schatten holen könnt. Wie gesagt, es sind 37 Stück. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns hoffentlich dann beim nächsten Mal. Ja, also bis dann.